So, ich habe noch eine zweite Frage zum fachlichen Konzept. Ihr habt ja Vorträge mit reingenommen. Inwieweit habt ihr euch an das hier strikt an das Barcamp-Konzept gehalten oder inwieweit habt ihr es modifiziert und warum? Ja, wie ich in das Team eingestiegen bin, war ich einer der Verfechter der Barcamp-Fraktion sozusagen. Und intern gab es da halt, ich sage jetzt mal, Vorbehalte. Einige, die das Konzept sich da nicht vorstellen konnten, dass man mit einer leeren Agenda Leute anlockt, gerade wenn die Veranstaltung selbst noch gar nicht etabliert ist. Mit anderen Worten, man brauchte Referenten, zugkräftige Namen und überhaupt erstmal Leute zur Teilnahme am ersten ISA-Camp zu bewegen. Die haben zwar auch gesagt, wenn das Ding mal etabliert ist, wenn man schon zwei, dreimal durchgeführt hat, dann kommen die zum ISA-Camp, weil das eine eigene Marke entwickelt hat. Aber beim ersten Mal wird es schwer sein, da Leute anzulocken. Das war einer der Gründe. Und uns wurde auch aus der Twitter-Szene dann gleich vorgeworfen, wieder eine Veranstaltung, die sich Camp nennt, aber dann eine halbe Konferenz mit Session-Anteil ist und die Leute sollen doch mal sich genau an die Regeln halten. Also ich war da selbst am Anfang relativ hin und her gerissen, habe auch mit dem Karl-Heinz Pape, der unter anderem Knowledge Camp, GFM Knowledge Camp oder diverse Edo-Camps organisiert hat, mich über dieses Thema ausführlich unterhalten. Und es ist in der Tat ein Zwiespalt, weil man ja damit ganz unterschiedliche Leute anlockt. Also in Konferenzen sind, also traditionellen Konferenzen, die Leute eher im Zuschauermodus lehnen sich zurück und sagen, jetzt erzählt mir mal was Tolles, was ich noch nicht gehört habe. Im Barcamp-Modus sind die Leute anders drauf, die wollen interaktiv mitmachen und wenn einer anfängt, Monologe zu halten, dann verlassen sie die Session und suchen sich was anderes dann. Also da gibt es durchaus eine ganze Reihe Zwiespalt. Im Rückblick hat sich jetzt herausgestellt, dass es für uns wahrscheinlich eine geniale Mischung war, weil wir tatsächlich geschafft haben, einige zugkräftige Namen in die Referentenliste zu bekommen. Dadurch haben wir einen relativ guten Zuspruch von den Teilnehmern bekommen und haben damit auch einen relativ großen Prozentsatz von Leuten, die zum ersten Mal überhaupt ein Camp besucht haben und die dann vollkommen begeistert von dem Format waren. Also es war schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob es als reines Barcamp, ob wir da diese Menge an Leuten bekommen hätten dann. Gut, ja, wie war denn die Aufteilung? Wie war denn der Anteil Vorträge zu normalen Sessions etwa bei euch? Uns war klar vom Konzept her, dass es eben aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen oder Verhaltensweisen nicht bunt durchmischen dürfen, also nicht Sessions parallel mit Keynotes laufen lassen dürfen. Wir hatten zwei Optionen zur Trennung, entweder am ersten Tag Keynotes und am zweiten Tag nur Sessions oder jeweils vormittags Keynotes und dann nachmittags Sessions und für diese Variante haben wir uns entschieden. Also wir haben morgens angefangen. Da war die Agenda auch auf der Webseite veröffentlicht, wer wann welchen Vortrag hält. Hatten insgesamt drei Vorträge jeweils parallel und drei hintereinander. Also das war schon damit auf jeden Fall überwiegend. Am ersten Tag drei Vorträge und dann zwei Session-Slots. Am zweiten Tag drei Vorträge und drei Session-Slots, weil die ganze Einführung weggefallen ist. Also war schon wohl überwiegend, also von den Zeitslots her haben die Vorträge überwogen. Allerdings im Session-Teil haben wir halt dann eine massive Parallelität gehabt und waren dann mit sechs und am zweiten Tag teilweise mit sieben Sessions parallel.